Moin, liebe VfL-Fans. Ja, was für eine verrückte Saison und Samstag ist das ganz große Finale. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und wir wollten einfach mal Danke sagen. Danke für euren Support über die ganze Saison. Also was wir erlebt haben als Mannschaft, diese Entwicklung wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Und wir sind stolz, immer für euch so eine Leistung bringen zu können. Danke für eure Unterstützung das ganze Jahr über in Heimspielen und auch Auswärtsspielen und auch gerade im Herbst in der Phase, als es gar nicht gut bei uns lief. Das war wirklich unglaublich und ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie ihr uns helfen könnt von außen. Ihr habt einen riesen Einfluss. Das ist so. Wie ihr uns die ganze Saison über unterstützt habt, war einfach sensationell. Gerade in der Phase im Herbst, als es alles andere als gut lief, standet die Wiener Eins hinter uns. Dafür ein dickes Dankeschön. Was ihr geleistet habt auf den Rängen, ist echt unglaublich. Jetzt haben wir uns gemeinsam in eine richtig, richtig geile Lage gebracht. Wir als Mannschaft sind unfassbar dankbar und stolz auf euch, auf die Fans. Das Team ist mit euch wieder zusammengewachsen. Es gab viele Höhen und Tiefen, aber wir sind es zusammen durchgestanden. Der morgige Samstag wartet auf uns. Wir wollen Vollgas geben. Lasst uns gemeinsam aus dem morgigen Tag einen ganz besonderen machen. Alles zusammen für den VfL Vollgas als eine Einheit und eine Macht. Dankeschön. Lasst uns am Samstag gegenseitig pushen, zur Höchstleistung, uns unterstützen, supporten und ja, lasst uns das Ding ins Ziel fahren, damit wir danach richtig was zu feiern haben. Ich hoffe, wir können euch am Samstag noch ein geiles Geschenk machen. Wird eine coole Atmosphäre. Wir freuen uns auf euch. Euer Tobi. Ciao. Jetzt reißen wir am Samstag nochmal zusammen die Hütte ab. Euer Eule. Lass uns das Ding ziehen, lass uns gemeinsam die Brücke so richtig zum Beben bringen und dann was Außergewöhnliches feiern. Ich freue mich auf morgen, ich freue mich auf eure Unterstützung. Wir sind alle ein Stück VfL Osnabrück. Bis morgen, euer Heidi.